Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir werden in diesem Video eine Pizza testen, die aus dem Automaten kommt. Und ich nehme euch heute mit beim weiteren Vlog. Es ist ein wunderschöner Sonntag. Ich habe mein YouTube-Video fertig geschnitten, weil Levi, mein Cutter auf dem Hauptkanal, gerade Abitur schreibt. Deswegen muss ich ein Video selber schneiden. Das ist erledigt. Wir haben mittlerweile 12.30 Uhr. Ich habe noch nichts gegessen. Und ich habe keinen Hamsterbrei da, weil ich kein Babybrei kaufen konnte. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich nochmal Babybrei kaufe. Deswegen müssen wir jetzt improvisieren. Eine Proteinquelle. Eine Kohlenhydratquelle und noch ein paar Mikronährstoffe. Und das hier für die Süße. Die andere Option wären Eier gewesen. Aber wir essen ja heute noch eine Pizza, die hat relativ viel Fett. Eier esse ich, wenn dann immer komplett. Also auch mit dem Eigelb und dann hätte ich schon zu viel Fett heute drin. Deswegen muss ich mir das ein bisschen aufheben. So ein Glück, dass der so gut rauskommt, muss man erstmal haben. Mit Obst drauf schaut es so aus. Ein paar gesunde Fette haue ich mir aber schon rein. Eine kleine Handvoll Walnüsse. Das mache ich ganz gerne, weil sonst hat man auch ein bisschen einen Crunch drin. Zack. Und wir werden heute auch nicht nur die Automatenpizza, sondern auch eine andere Pizza testen. Und zwar habe ich mir diese Pizza hier gestern gekauft. Extra luftig, eine neapolitanische Pizza von Gustavo Gusto. Die finde ich richtig nice. Also was Tiefkühlpizzen angeht, haben die eigentlich immer einen stabilen Job gemacht. Und wenn ihr auch mal was ausprobieren möchtet, zum Beispiel Gymshark, die Klamotten, die ich euch immer empfehle, dann habt ihr die perfekte Möglichkeit. Denn am 29. Juni findet der Gymshark Sale statt mit bis zu 60%. Das ist neben dem Black Friday Sale der größte Sale des Jahres. Und ihr könnt euch das schon mal dick und fett eintragen. Denn ich habe keinen Bock, dass wieder irgendwelche Sachen ausverkauft sind, ihr sie nicht bekommt. Und mit dem Code Franklin werdet ihr dort nochmal auf alle Preise, die ihr auf der Website seht, 10% on top abgezogen bekommen. Das heißt, ihr seht die reduzierten Preise auf der Website, gebt am Ende Code Franklin ein und kriegt nochmal 10% Rabatt. 29. Juni ab, ich glaube 17 Uhr, geht das Ganze los. Ihr wisst, ich liebe Gymshark, ich trage die Sachen aus absoluter Überzeugung und kann sie euch nur wärmstens empfehlen. Ich laufe auch den ganzen Tag in irgendwelchen Sachen von denen rum, hier wieder die Apex Shorts, kann man sich super drin bewegen. Oder Tanktops, T-Shirts, also ihr fragt mich mal, was ich von denen empfehlen kann, eigentlich fast alles. Deswegen probiert es am besten selber aus. Aber es soll sich ja hier um das Frühstück drehen. Und das ist eigentlich so eine Kombi, was ich halt echt nice finde, weil Skyr hat extrem wenig Kalorien, so gut wie gar kein Fett. Die Walnüsse haben gesunde Fette und ich habe das jetzt nicht getrackt, aber ich schätze die ganze Portion auf 400 Kalorien oder sowas. Und mit der Menge an Obst habe ich halt auch schon einige Vitamine drin und es ist ja gerade auch Erdbeersaison, deswegen ich würde das immer ausnutzen und einfach Erdbeeren ohne Ende essen. Jeden Tag kann ich sowas essen. Obst in der Früh, das ist es. Das Frühstück ist verdrückt und jetzt steht ein bisschen Gartenarbeit an. Ich muss sagen, wir fühlen uns im neuen Haus ultra, ultra wohl. Aber wir haben eine kleine Senfplantage gratis dazu bekommen. Denn, ich zeige euch das mal kurz. Schaut mal her, was ihr hier unten auf der Wiese seht. Diese ganzen kleinen gelben Blätterchen hier, das ist Senf. Irgendwie so ein wilder Feldsenf oder irgendwie sowas, was da wächst. Ist harmlos. Kann man auch super in Salat reinmachen. Wir haben davon aber den ganzen Rasen voll. Und weil ich persönlich das ganz schön finde, wie die Bienen den mögen und Bienen ja heutzutage eh nicht mehr so viel Zeug haben, dachte ich mir, anstatt den abzusäbeln, pflanze ich den um und mache den einfach hier hinten dran. Wir haben hier auch schon so ein bisschen Lavendel gepflanzt. Ich bin 28 und lebe jetzt schon den Rentner-Lifestyle. Ich fühle mich echt wie so ein Rentner. Und jetzt habe ich das ein bisschen rausgerupft. Zack, so ein kleines bisschen, so schaut das aus. Und das werde ich jetzt hier nochmal einmal ein bisschen auftrapieren und nochmal reinpflanzen. Ja, und dann geht's mit den Hunden eine schöne Runde raus. Ein wilder Pudel, ein wilder Zwergpudel bei der Nahrungsbeschaffung. Zuki ist heute auf vegetarisch, vegan unterwegs, Rohkost. Hier sehen Sie den kleinen braunen Wildpudel. Oh, das andere Weibchen kommt. Wird es jetzt einen Nahrungskampf geben? Nein, sie hat sich abgeschaut, wie schön man Gras essen kann, wenn man ein Hund ist, der eigentlich auch Fleisch isst. Aber dennoch essen diese zwei kleinen süßen Zwergpudel recht häufig Wildgräser. Okay, jetzt kriegt ihr ohne was mehr. So Leute, wir hoffen, dieser kleine National Geographic Beitrag hat euch gefallen. Jetzt gehen wir mit den Hunden ein bisschen raus. So Leute, ein paar Minuten später, wir sind an See gefahren. Oder beziehungsweise eine Stunde später. Suki und Ayu, die lieben es hier am See. Oh ja, schön Balli fangen. Was gibt's Geileres als bei dem Wetter ein bisschen Zeit im Wasser zu verbringen. Oh, die kleine Ayu ist schon am Schwimmen, ganz fein. Schaut noch ein bisschen unbeholfen aus, wie du das machst, Ayu. Und zurück. Fein. Schatz, wie findest du es? So geil. Ist schön, ne? Ja, wunderschön. Ist echt toll. Wir baden jetzt hier ein kleines bisschen, auch ganz entspannt. Und dann geht's auf Pizza essen als Mittagessen. Aber erstmal ein bisschen tauchen und baden.
Also Leute, wir sind jetzt angekommen beim Pizza-Automaten. Der befindet sich im Hintergrund. Und wie ihr schon gesehen habt, sind wir mit unserem neuen Gefährte hergefahren. Das hat mir ein Zuschauer zugeschickt. Und es ist ein Elektrobike, was aber ausschaut wie so ein Chopper ein bisschen. Und für Sophia ist das richtig nice, weil ich immer ein flotteres Tempo fahre und sie so ganz entspannt mitfahren kann. Es ist immer noch anstrengend, aber man hockt richtig chillig drauf. Und ich finde, es schaut auch echt cool aus. Ridecart heißt das Ganze. Das gibt es in matt-schwarz, in verschiedenen Farben. Man kann sogar zu zweit fahren. Die haben noch einen Anhänger für die Hunde. Ich packe euch den Link dazu auch mal in die Videobeschreibung. Ist auf jeden Fall ein treues Gefährt, was uns jetzt weiterhin begleitet. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal bei dem Automaten vorbei. Das Ganze als Mittagessen, Pre-Workout-Snack. Für mich geht es gleich ins Gym. So schaut der Kollege hier aus. www.buttonmeal.ie. Also hier kann man einmal sehen, wo die Zutaten quasi herkommen. Die Tomaten aus der Lombardei. Hier das Mehl aus Emilia-Romagna. Okay, anscheinend kommt alles quasi aus Italien. Italienische Zutaten, Olivenöl aus Sizilien. Heißt jetzt erstmal nicht allzu viel, weil nur weil es aus Italien kommt, heißt nicht automatisch, dass es besser ist. Aber ist natürlich ganz nice. Jetzt schauen wir mal, wie es funktioniert. Man kann es kaum erkennen, der Preis liegt bei 7 Euro für eine Margarita, warme Pizza in 2 Minuten und mit Schinken kostet sie 8,50 Euro. Sollen wir... Gibt es nur zwei Varianten? Es gibt nur zwei Varianten. Welche sollen wir probieren? Margarita? Okay. Achso, ah, vielleicht ist das hier das eine, Italian Dishes, und das ist dann eins und das ist zwei. Wir drücken mal drauf. Backofen wird vorgewärmt. Okay, bitte warten. Ich glaube, es hat funktioniert. Ich bin gespannt. Ich glaube, wenn du so abends saufen bist und dann jetzt bist du irgendwo in so einem Bierzelt oder so, bist dann bis um 2 Uhr feiern, hast noch Bock auf was zu essen, gehst hier dann vorbei und lässt dir eine Pizza raus, gibt nichts Schöneres. So, ihr könnt es ganz leicht erkennen, es gibt einen Countdown, der quasi runterzählt, wie lange es dauert, bis die Pizza fertig ist. So, der Countdown ist mittlerweile runtergelaufen und irgendwas passiert jetzt. Ah, ich kriege auch noch mein Wechselgeld und die Pizza kommt raus. Uiuiui. Und das ist die Pizza, meine Damen und Herren, sogar mit Pizzakarton. So Leute, das ist die Pizza. Hier seht ihr sie mal, wie sie ausschaut. Also es wurde ja so als Margarita beworben. Für mich schaut das ein bisschen aus wie so ein bisschen Teig, der gar nicht mal so schlecht ausschaut. Aber irgendwie fehlt da die Tomate. Also das Ding ist ja auch nur gelb und Käse haben wir zwar drüber. Mal gucken. Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt, von der Optik. Aber naja, vielleicht schaut sie nur nicht so nice aus und schmeckt ganz gut. Hm. Hm. Okay. Die ist sau heiß. Echt? Mhm. Ich würde sogar fast schon sagen, die ist zu kross von oben. Boah, wenn es kross ist, mag ich. Hm. Boah, da fehlt echt die Tomatensauce. Man sieht noch das Mehl und alles. Es sind auch so ein bisschen Gewürze drüber. Hier sieht man es, ein bisschen Oregano drüber. Aber ey, da fehlt komplett die Tomate, komplett die Frische. Genauso wie es ausschaut, der Teig ist von der Konsistenz her ganz okay. Dafür, dass er aus dem Automaten kommt, würde ich jetzt sagen, ist nicht schlecht. Aber komplett flach auch. Mhm. Wenn jetzt noch Tomate dabei wäre, geile Tomate, dann wird es schon gehen. Ist jetzt nicht viel, auch ziemlich klein und 7 Euro ist nicht super günstig. Dafür, dass es aus dem Automaten kommt. Ich würde dafür jetzt eher so 5 Euro zahlen, nicht 7. Das ist schon ein bisschen viel, oder? Aber man tut manchmal auch, ne? Ja. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr dafür 7 Euro zahlen würdet. Die Frage ist jetzt, wie viel geiler wäre jetzt die andere Pizza? Schade. Ich habe mir mehr erwartet. Jetzt wird es aber umso spannender, wie geil dann die Tiefkühlpizza für zu Hause wird, die ich euch vorhin gezeigt hatte. Weil die hat 3,69 Euro im Supermarkt, glaube ich, gekostet. Das heißt, die liegt preislich circa bei der Hälfte. Und ich glaube, die könnte dafür viel, viel, viel geiler werden. Wir probieren es aus. Ich packe es davor erst noch ins Gym. Kleines Workout, ihr wisst Bescheid, keine Ausreden. Da geht es mit dem Fahrrad hin. Ich muss an meiner Kondition arbeiten für ein Projekt dieses Jahr. Und dann testen wir noch die andere Pizza. Ich freue mich. Bis dann lasse ich es mir schmecken. Geht ja auch vom Training, ne? So eine schöne Pizza. Hm. Obwohl ich kein Koffein und diese Pizza-Intros hatte, war ich ziemlich fit im Training. Vielleicht liegt das auch an dem Warm-up davor. Das kann auch dazu beitragen, dass ihr fitter und wacher seid. Bei mir stand an dem Tag Brust und Arme an. Und hier mache ich meistens so 3 Übungen für die Brust, 2 Übungen für den Trizeps und 1 Übung für den Bizeps. Wobei hier waren es 2 Übungen. Und jeder, der trainiert, weiß, dass ein Workout, wo die letzten Übungen Arme sind, ein gutes Workout ist. Und das war's auch. Und dann wurde es auch Zeit für die Pizza, die ich mir gemacht habe. Wir haben die Gustavo Gusto Pizza für 3,69 Euro in den Ofen gehauen und so schaut sie aus. Für 3,69 Euro, ich kann es überhaupt nicht glauben. Also Junge, da ist Käse ohne Ende drauf. Schaut euch mal an, wie schön der auch geschmolzen ist und alles. Die war jetzt 8 Minuten, glaube ich, im Ofen oder 9 Minuten. Also wow, okay, das eine dauert 3 Minuten, aber mit dem Zahlen und allem drum und dran. Also das dauert auch nicht wirklich lang. Man schmeckt schon sofort die Tomate raus im Vergleich zu der Pizza vorhin. Wobei hier jetzt auch nicht wirklich viel Tomate drauf ist. Ich meine, das Stück hier schaut ein bisschen aus wie das Stück vorhin, nur in Premium. Die Konsistenz ist jetzt nicht wirklich neapolitanisch, würde ich sagen. Sophia möchte auch mal probieren. Viel besser.
eine solide Margarita, würde ich sagen. Würde ich die jetzt in einem Restaurant so bekommen, ja, dann wäre das ganz okay. Aber für eine Tiefkühlpizza stark, also richtig gut. 700 Kalorien, 30 Gramm Eiweiß, eine Menge Käse drauf. Also da kann sich keiner beschweren. Und für den Preis finde ich es mehr als fair. Geil. Für mich, Real Talk, ich habe keine Kooperation irgendwas mit denen. Ich hätte gerne eine Kooperation mal mit denen. Die beste oder mit die beste Tiefkühlpizzen, die es eigentlich gibt. Also, sonst hat man gesehen, so ein Pizzaautomat ist vielleicht eine ganz nette Spielerei. Vielleicht ist er auch an anderen Orten besser. Aber so richtig umgehauen hat mich die Pizza auf jeden Fall nicht. Ich bleib dann lieber bei einer Tiefkühlpizza und hau mir die rein. Schreibt in die Kommentare, ob ihr schon mal so einen Pizzaautomaten getestet habt. Und hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da und ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder und schon auf Twitch. Bis dahin, over and out. Denn da geht's jetzt hin. Ich mache jetzt einen Stream. Ciao.